Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich wünsche euch einen cremigen, geschmeidigen Tag. Hoffe, es geht euch gut und freue mich natürlich wie immer, dass ihr am Start seid. Heute habe ich mir als Thema gemacht, ich möchte mit euch darüber sprechen oder vielleicht auch diskutieren, welche Champions als nächstes ein Rework nötig hätten. Ganz, ganz wichtig muss ich hier sagen, das ist absolut subjektiv meine eigene Meinung. Ja, das ist nichts, was irgendwie Riot gesagt hat, und wenn ihr eine andere Meinung seid, dann ist das vollkommen okay. Wir fangen auch direkt an mit dem ersten Champion und das ist meiner Meinung nach Nocturne. Klar, jetzt kann man natürlich sagen, hey Tobi, Nocturne hat gerade voll die gute Winrate, ist broken. Das ist richtig, aber das liegt natürlich daran, dass einfach die Meta gerade in seine Hände spielt, dass außerdem die Items ihm gut stehen und wie gesagt, die Champs, die gerade gegen die er spielen muss, auch sehr, sehr gut in seinen Pool reinpassen. Und das Problem ist einfach dabei, im Prinzip war es genau dasselbe wie auch beim alten Aatrox. Der alte Aatrox war die ganze Zeit scheiße. Dann wurde er immer mal wieder gebufft und irgendwann hat die Meta mit Conqueror zusammen in seine Hände gespielt. Und das ist der einzige Grund, warum dieses Kit einigermaßen viable gewesen ist. Wenn mal wieder eine neue Season kommt und die Items und Runen geändert werden und das einfach dem Aatrox nicht mehr passt, der nur durch diese Items viable ist, dann ist er sofort wieder bei 45%. Und so, finde ich, ist auch Nocturne ein Champion, der... Ja, was ist Nocturne eigentlich? Nocturne ist, damals war er ein Tank-Champion, also er wurde sehr, sehr viel auf Off-Tank gespielt mit Frozen Mallet und solche Geschichten. Das heißt, im Early-Game natürlich so ein bisschen Damage-lastig und später dann auf Tank, damit du irgendwie ein bisschen nützlich bleibst. Dann kam das Raktarblade dazu, das hat ihm sehr, sehr viel geholfen. Er konnte gut auf Assassin gehen und für diese One-Shots. Aber ja, er ist ein Assassin, also quasi kann man sagen. Das Problem ist bei ihm aber, er ist ein Assassin, der reingeht, aber nicht wieder rauskommt. Und ich finde, klar, er one-shottet Personen und wenn danach wieder rauskommen würde, wäre das nicht das Richtige. Aber ein Assassin, der irgendwie, jeder Assassin, das gehört bei einem Assassin einfach dazu. Du musst ein agiler, schneller Champion sein, der auch irgendwie Möglichkeiten hat, sich durch irgendwelche Dashes, Rauchbomben oder was weiß ich, aus dem gegnerischen Feld wieder zu entfernen. Ja, zum Beispiel wie Talon mit seiner Ult, wo er einfach wegrennt oder über Wände springt, ne? Das heißt, Nocturne ist halt wirklich so ein Suicide-Bomber, der fliegt rein. Und du hast keine Aussicht rauszukommen, außer das gegnerische Team explodiert, bevor du explodierst. Und ich finde persönlich einfach, ist das ein Kit, was extrem schlecht ist. Vor allem, wenn du als Nocturne behind bist. Klar, als Assassin behind ist für alle immer kacke, aber es gibt halt Champions, da kannst du ein bisschen was machen. Und mit Nocturne, du hast halt deine Ult, du benutzt deine E und deine W. Und das fühlt sich irgendwie meiner Meinung nach nicht wirklich an, als hättest du einen Champ, der richtig Skill braucht, der richtig... Klar, nicht jeder Champ muss unbedingt immer skilled sein, aber... Ne, du fliegst drauf, drückst alle Tasten und entweder jetzt stirbt einer oder stirbt einer nicht. Ich finde persönlich dieses Kit einfach nicht besonders ansprechend. Da kann man deutlich mehr rausholen. Und deswegen ist hier Nocturne mein erster Champion, den ich auf jeden Fall reworken würde. Der zweite Champion, den wir haben, das ist Diana. Ich denke, das kann ich ganz gut beurteilen, weil ich sehr, sehr viel Diana gespielt habe. Und ja, meine Winrate war auch sehr, sehr lange Zeit um 60% rum. Aber ich würde das nicht zwingend als Indikator dafür setzen, ob Diana einen Rework braucht oder nicht. Es gibt mit Sicherheit genug One-Trick-Ponys, die all diese Champions, die ich jetzt nennen werde, irgendwie mainen und damit sehr, sehr gut, ja, vorankommen. Aber es geht natürlich auch immer mehr oder weniger, was die Masse, wie sie damit klarkommt. Und ich muss einfach sagen, bei Diana, ja, Diana hat eine extrem schlechte Laning-Phase. Das ist absolut okay, ne? Es soll ja jeder Champion Schwächen haben, ne? Und so hat sie bis Level 6 eine richtig schlechte Laning-Phase. Ab Level 6 ist sie sehr, sehr stark. Das ist absolut okay. Das Problem bei ihr ist so ähnlich wie bei Nocturne. Du bist ein Champion, der 100% reingehen kann, der aber null Potenzial hat, aus dem gegnerischen Getümmel wieder rauszukommen. Das heißt, klar, in One-on-One-Situationen ist das nicht so wild. Wenn du jetzt aber in einen 5-on-5-Fight irgendwie reingehst und das gegnerische Ziel nicht töten solltest, bist du zum Tode verdammt. Das heißt, du musst nur einmal geslowt werden. Sobald dein Ultimate nicht mehr ready ist, kannst du als Diana-Spieler nichts mehr machen. Ich finde es okay, wenn Champions kitebar sind. Vor allem sowas wie Nasus, der halt ja einfach ein kompletter Raid-Boss ist. Den musst du halt einfach kiten. Aber ein Assassin, der sich durch einen Slow-Spell kiten lässt, das fühlt sich komplett awkward an, meiner Meinung nach. Vor allem, wenn du als Diana mal Split pushen möchtest oder irgendwie sowas. Rein theoretisch kann sie gut Split pushen. Sie hat eine perfekte Passive dafür. Naja, hat ja auch ein bisschen Mobility. Aber wenn du gecatcht wirst, du hast 0% Potenzial, irgendwas zu entgehen. Das Einzige, was du machen kannst, ist die Gegner töten. Ne, nur töten. Du brauchst vor niemandem weglaufen. Da hast du keine Chance. Und ich finde halt wirklich als Assassin, klar, man kann nicht alles haben. Sie hat sehr, sehr viel Schaden, aber ihr Kit ist halt auch sehr, ne, sie hat ein bisschen ihre W, so ein bisschen ihre E. Im Prinzip ist sie nur Q und R.
QR und Audiotext, das ist, was Diana ist. Und ich persönlich finde, dass das etwas mau ist. Da kann man, es muss ja nicht immer ein komplettes Rework sein, aber man kann vielleicht hier und da so ein bisschen was machen, dass sie einen Mini-Dash bekommt oder dass sie ein bisschen mehr Movement-Speed bekommt, wenn sie all ihre W-Dinger proggt oder sowas. Na, es muss ja nicht immer ein vollwertiges Rework sein. Auch kleine Sachen können helfen. Kommen wir zum dritten Champion. Und hier haben wir Annie. Annie ist ein Champion, ist ein, würde ich sagen, typischer Low-Elo-Champ. Das heißt, in Low-Elo kannst du sie gut spielen, weil sie gut von Fehlern, von Noobs profitiert. Ich würde sagen, sie wird von Noobs gespielt und gegen Noobs gespielt. Das Problem ist bei Annie grundsätzlich, sie hat keine Skillshots. Ja, jetzt würdet ihr sagen, Tobi, du bist dumm. Sie hat ihre W und R. Aber also ihre W und R als Skillshot zu definieren, ist, als wenn du die Vladimir Ultimate als Skillshot definierst. Also, na, so ein riesen AOE kannst du fast nicht verfehlen. Das heißt, das Problem bei Annie ist einfach, du hast super wenig Playmöglichkeiten. Und das ist sehr, sehr typisch für einen alten Champion. Die alten Champions waren alle sehr, sehr Point-and-Click-lastig. Und mit der Zeit wurden die immer wieder gereworked. Fast alle alten Champions wurden mit der Zeit auch gereworked, muss man sagen. So dass sie einfach ein bisschen skill-lastiger wurden. Und bei Annie ist einfach das Problem, du kannst sie ab einer gewissen Elo einfach nicht mehr gut spielen. Klar, es gibt immer OTPs wie Anybot oder sowas, aber na, wenn eine Person 600 Games, man kann nicht erwarten, dass man 600 Games auf dem Champion braucht, damit man irgendwie halbwegs gut mit dem ist. Und Annie hat einfach viel zu wenig Range. Das heißt, sie ist in der Mitte nur über ihren Flash Vibe. Das ist auch sehr, sehr tödlich. Das heißt, Flash Ult Engage macht natürlich Spaß, böllert wie Sahne, aber es fühlt sich halt wirklich ein bisschen awkward an, nur über Flash komplett viable zu sein. Geht ja so ein bisschen ähnlich auch in Vladimirs Richtung, aber Vladimir hat halt doch mehr Potenzial. Annie hat halt wirklich nichts. Und das ist ein bisschen, meiner Meinung nach, ein bisschen mäßig. Sie ist auch sehr, sehr langweilig zu spielen. Hat eine Playrate von 1%, das ist eigentlich noch so gerade im Rahmen. Aber könnt ihr mir auch gerne eure Meinung droppen. Champion Nummer 4 und 5 werden interessant. Das heißt, die Champions, die ich jetzt genannt habe, waren so, ja, ich würde sagen, so Teil-Reworks, ja, auch da kann man so ein bisschen hier machen, ein bisschen da machen. Die nächsten zwei Champions können wir gerne darüber diskutieren, was ihr davon haltet. Ja, der vierte Champion, was soll ich sagen? Asia. Asia hatte schon ein paar Reworks, muss man dazu sagen. Und Asia ist ein Champion. Mit dem aktuellen Kit wird er niemals gebalanced sein. Er wird niemals viable sein. Denn das Problem, und ich denke mal, das fragen sich vielleicht auch einige von euch, Asia hat einfach alles. Er hat super viel Range, er hat viel Damage und da vor allem sehr, sehr viel im Early Game über seine Soldaten. Er kann locker Gegner aus der Lane rausdrücken, scaled aber auch super krass ins Late Game hinein. Er hat CC mit seiner Ult und ein bisschen auch mit seiner Q und er kann dashen, beziehungsweise also offensiv als auch defensiv escape-mäßig. Das heißt, er ist ein Mage, der einfach wirklich, er ist der perfekte Mage. Er kann komplett alles. Und das ist natürlich klar, obvious, nicht gebalanced und auch nicht irgendwie gesund in irgendeiner Richtung. Das heißt, wenn du diesem Champion jetzt ein bisschen buffen würdest, weil es aktuell bei 45 oder 44%, was komplett Müll ist, dann würde er sofort irgendwann abused werden in der LCS etc. Und deswegen, da nutzen die Leute das einfach instant aus und deswegen kannst du Asia niemals richtig balancen. Mein Tipp also, wie man Asia balancen könnte, auch wenn das jetzt nicht jedem gefallen mag, mir selber muss ich ehrlich sagen auch nicht, aber das hilft ja nichts, ich muss einfach mal hier so einen Ansatz bringen. Man kann sich immer über alles beschweren, aber Ansätze müssen gebracht werden. Das Problem ist, er hat zu viel, das heißt, wir müssen ihm etwas nehmen. Ich hätte also gesagt, wir müssen sein Kit verändern. Und das, was am naheliegendsten wäre, wäre, wir entfernen seinen Dash. Klar, wir würden jetzt das Herz von Shurima rausreißen, denn er könnte nicht mehr dashen. Und vor allem heißt das, er könnte keinen Shurima-Shuffle mehr machen. Das heißt, ich würde ihn in eine Richtung drücken, dass er auch eine andere Ultimate vielleicht bekommt und komplett über Soldaten geht. Das heißt, er ist ein Champion wie Zyra, wie Vel'Koz, wie Xerath, ein Champion mit 4 Damage Spells ohne Escape, der aber super viel Schaden macht. Na, und dann ist seine Ultimate irgendein Sandsturm oder irgendwas in diese Richtung. Klar, dieser Champion wäre dann mehr oder weniger was komplett anderes, wobei natürlich die Soldatenmechanik so genau bleiben würde. Aber dadurch hast du halt einen super krass damage-lastigen CC-Mage, also CC sollte er auch auf jeden Fall haben, ohne Shurima-Shuffle. Die andere Möglichkeit wäre, okay, klar, das ist eigentlich das Rework, was sie versucht haben. Du entfernst Range von seinen Soldaten, du entfernst Range von seinem Dash vielleicht auch und du musst halt sein komplettes Kit einfach super krass eindämmen. Und das ist, was aktuell eigentlich ist. Das ist unser Asia, den wir gerade haben. Und deswegen gibt es eigentlich nur diese Lösung, die ich gerade mehr oder weniger vorgeschlagen habe. Ist also ein sehr, sehr schwieriges Kind. Ihr könnt mir aber gerne droppen, was ihr davon haltet. Beim letzten Champion kann man jetzt drüber diskutieren.
Die Frage ist nämlich, die ich vorher in den Raum werfen möchte, ist ein Champion, der eine geringe Playrate hat, vielleicht sogar über mehrere Seasons, vielleicht sogar über alle Seasons, ein Grund, dass man ihn reworken sollte? Oder sollte es einfach Champs geben, wo sich halt wirklich nur so ein paar ausgebuffte Spezialisten, die wirklich Bock drauf haben, auslassen können? Das ist wirklich die Frage, denn wir kommen zu Mordekaiser. Ich habe in meiner Laufbahn schon hier und da mal Mordekaiser gespielt, auch den alten. Und das war halt wirklich was, auch für mich als Spezialist, ne? Das war sehr, sehr, ja, gewöhnungsbedürftig, sein Playstyle. Das Problem bei Mordekaiser, warum er nicht gespielt ist, ich möchte erstmal sagen, klar, es ist kein neuer Champ, Leute, diesen Champion gibt's schon lange, ja, für einige kennen ihn ja vielleicht nicht. Er ist komplett GG-unmobil. Er hat keinen Dash. Er ist einfach eine riesige Stahlrüstung, die sich nicht bewegen kann. Und nicht mal ein bisschen schneller bewegen. Er hat keinen CC-Effekt. Das heißt, er kann niemanden slowen. Er kann nichts machen. Das Einzige, was er ist, er hat eine riesige Keule und super viel Damage. Das ist das Einzige. Und ja, das Problem ist, dass dieser Champion halt in wirklich super wenigen Situationen nützlich ist. Das heißt, er muss nämlich über andere Champs nützlich gemacht werden. Das heißt, wenn du ihn zum Beispiel mit Alice auf der Botlane spielst, kannst du ihn mehr oder weniger so ein bisschen viable bringen. Aber wenn du ihn natürlich auf Toplane spielst, du wirst niemals an deinen Gegner rankommen. Und jeder halbwegs ordentliche Spieler, der ein bisschen Gehirn hat, wird niemals gegen den Mordekaiser Toplane irgendwie gecatcht werden oder overextenden oder da kaputt gehen. Klein Silber und so geht es immer und da schaffe ich das auch, aber wenn du wirklich gegen gute Gegner spielst, ist das komplett RIP. Das hat mich sogar mal dazu gebracht, ihn mit Ghost auf der Toplane zu spielen. Und ja, das war natürlich ohne Teleport dann auch wieder so eine Geschichte. Auch wenn es geklappt hat, ist das trotzdem nicht unbedingt wirklich viable. Und ja, klar, man kann ihn auch noch in der Mitte spielen, aber hier ist auf jeder Lane ist im Prinzip dasselbe. Das heißt, du könntest ihn auf der Botlane niemals zusammen mit Soraka, Jenna oder irgendwie Lulu oder sowas spielen, weil die einfach nicht, oder Nami, was weiß ich, naja, die geben einfach nicht genug Möglichkeit dafür, dass Mordekaiser irgendwie nützlich wird oder an sein gegnerisches Ziel rankommt. Jetzt ist natürlich die Frage, ich sag deswegen keineswegs, jeder Champion sollte einen Dash haben. Es gibt viel zu viele Dashes in LoL und es sollte nicht jeder dashen können. Aber ich hätte gedacht, man sollte ihn etwas rewarding machen. Seine Spells sind alle komplett abgewrackt und langweilig. Seine Q geht noch, W ist super langweilig, E ist ultra langweilig. Also an der E muss man unbedingt was ändern und die Ultimate ist noch okay. Das heißt, was hätte ich gemacht? Ich hätte ihn so ein bisschen geändert wie, sagen wir einfach mal, Swain. Ich hätte ihn einem Skillshot gegeben, der rewarding ist, wenn ein oder zwei Bedingungen erfüllt sind. Das heißt zum Beispiel die Swain-E. Ja, er muss irgendwie den Skillshot treffen und wenn er ihn auf den Gegner trifft, oder vielleicht zwei Minions damit trifft und den gegnerischen Champion oder irgendwie sowas ganz Verrücktes, ne? Das heißt, wenn er vielleicht seinen Verbündeten Feuer bufft und dann diesen Skillshot auf den Gegner trifft, keine Ahnung. Kann man sich irgendwas überlegen. Am besten so ein Two-Step-Ding, ne? Nicht nur einfach schießen, treffen, sondern mach dies und dann das. Und dann wird der Gegner entweder geslowed, gerootet oder ich selber kriege Movement-Speed. Ich finde nicht, dass da irgendwas verkehrt dran wäre, dass Mordekaiser Movement-Speed bekommen würde. Klar, er ist eine Stahlrüstung, aber naja, er ist nur viable, indem man ihm Rylas und Gunblade, man muss CC auf ihn bauen, damit er viable ist. Und ja, ich finde so ein bisschen so ein kleiner Movement Speed Buff oder so, auch vom Spielstil her wäre das halt super spaßig, wenn es rewarding wäre, ne? Du bist nicht auf der Lane, drückst dann die ganze Zeit WE, WE, Q, WE, Q, das ist super langweilig, ne? Hab einen Skillshot, mach dies, mach das, zack, ne? Dann hast du so eine kleine Mechanik, kannst auch so ein bisschen zeigen, dass du was drauf hast, dass du ein geiler Spieler bist und nicht nur so eine dämliche Stahlrüstung. Ja, der letzte Champion, den wir haben, ist Ryze. Ist im Prinzip genau dasselbe. Also, was heißt der letzte? Ich bin eigentlich schon durch. Ich wollte nur nochmal Ryze erwähnen. Champions, die auf jeden Fall gereworkt werden, sind Kayle und Morgana. Und Ezreal soll ein Mini-Update bekommen. Ihr könnt mir 100% gerne eure Meinung zu diesen ganzen Änderungen reindroppen. Da würde ich mich super krass drüber freuen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss. Feuerball Jutsu!